Buenas Sera. Folgende Sache, hast du die Nummer von Nico Montana? Es hat gerade wer bei mir im Haus Schwarzgeld geklaut. Ja, bitte mein Schnuckel. Ja, wahrscheinlich hat Nico Bob 250.000 geklaut, ne? Wir würden ihn jetzt eben zum Anwesen locken bei mir, haben wir jetzt uns gedacht. Und ja, ihr stellt euch dann hin, macht die Tür zu. Ich kläre euch da gleich auf. Dann legen wir den einfach um, wenn es nicht zugeht, ne? Okay, wir fahren los. Seid ihr alle drin? Abfahrt. Die letzten beiden Schafter, die reinfahren, machen bitte dann das Tor zu, so wie Sonny das sagte. Brad, wir machen den von innen dann zu, sonst sieht er uns ja vorher schon. Naja, das ist vollkommen richtig. Das müsst du auch sagen. Ja, genau so. Genau. Kann man so sagen, dass wir uns hier zu den Autos stellen, damit er uns nicht sieht? So ist sehr gut. Moment. Die Schaffner bleiben im Auto und machen direkt zu, wenn er durch ist. Wir stellen uns am besten auf die Wiese, ne? Hier links. Ja, genau. Ihr könnt da ein bisschen bleiben. So ist gut. Ja, ja. Am besten alle sonst auf die andere Seite der Undercover mischen in den Busch. Ja, gut, wie ihr wollt, aber so ist auch okay, ne? Macht gerne ein bisschen Verteilung, ja? Hä? Ja. Genau, bleibt mal so. Jetzt ist nur die Frage, wie ich ihn locke. Das haben wir jetzt nämlich noch nicht durchgegangen. Da bräuchte ich mal, müsste ich mal überlegen, ganz kurz. Kannst du doch irgendjemanden anrufen einfach? Ja, ja, der wird auch sofort kommen. Ich kenne ihn. Der wird kommen. Der weiß auch noch von gar nichts. Kannst du vielleicht ein Thema wegen dem neuen Schlüsselsystem? Ich wollte gerade sagen. Wegen Autos oder so, dass du ihm Schlüssel geben wolltest oder irgend sowas? Ah, ja, 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 ja. Also, falls das bei dir halt nicht zu random kommt, ne? Also. Ja. Du hast Schlösser vom Haus getauscht. Du möchtest ihm einen neuen Schlüssel geben. Ja, oder so. Oder ja, da gibt's. Ja, warte kurz. Eins, zwei, hallo? Drei, vier, hallo? Fünf, sechs. Hörst du mich? Hallo? Buonasera. Ja, buonasera. Was geht? Ja, nix, ja. Bist du traurig? Bei dir? Ja, alles gut. Muss so sein. Kannst du ganz kurz, kannst du ganz kurz einmal rauskommen? Wegen Schlüssel? Wegen Schlüssel. Komm mal ganz kurz, da wegen dem neuen Schlüsselsystem. Hä? Das ist dein Sohn Lorenzo zum Haus eingesperrt. Wieder ist eingesperrt. Kannst du ihn die Tür aufmachen? Ja, ich hab. Warte mal. Ich hab aufgemacht, Sonny, ich hab aufgemacht. Warte, ich ruf sofort zurück. Der hat schon ein bisschen eben. Ich hab jetzt mal so schnell aufgelegt. Ich musste ein bisschen eine Finte machen, weil der riecht, glaube ich, ein bisschen, den Braten. Ich glaube, der riecht. Ich hab nicht gut gelockt, sage ich euch direkt. Ich brauch eine andere Option. Der hat den Braten gerochen, aber ich hab's noch ein bisschen im Dunkeln lang gelassen. Dings, Jungs, ich hab's euch gesagt, ne? Der riecht das. Der hat schon ein bisschen gerochen. Was soll ich denn machen? Jemand anderes muss anrufen. Ich bin bei sowas nicht gut. Ich lasse es Lorenzo machen. Komm. Ey, Lorenzo. Hör dich nicht. Lorenzo. Ja, hallo. Du musst mal Nico anrufen. Ja. Und du musst Nico hierher holen. Du musst sagen, bin gerade irgendwie hingefallen. Ich kann gerade nicht mehr telefonieren. Der muss hierher ins Anwesen. Sag mir mal Bescheid. Warte kurz, bitte Platz. Ja, warte ganz kurz. Soll ich ihn anrufen? Ja, bitte. Okay. Ich muss irgendwie mein Handy weglegen, warte mal. Dass da keine Dings. Hallo, hörst du mich? Hallo? Dann hat dich schon Funk nicht mehr, ne? Sani. Okay, hallo? Was geht, Bruder? Alles fit? Sag mal, ich bin hingefahren oder so. Wo bist du? Komm mal bitte schnell zum 187 Anwesen hier, Alter. Papst ist hier irgendwie hingerichtet worden, keine Ahnung. Komm mal bitte. Oh, du Idiot, hingerichtet, sagt er, hingerichtet. Gefallen, dass ich nicht mehr Telefon kann, Depp.
Ja, also sie gefallen hingerichtet, so, keine Ahnung, er liegt hier oh, auf jeden Fall. Oh, er hat 3D, er hat's verschissen. Oh mein Gott. Hingerichtet. Hör mich am Telefon. Kannst du bitte herkommen? Ich hab hier keine von 187, ist hier niemand. Oh Gott, Digga. Komm mal bitte zum 187 Anwesen. Okay, dankeschön. Er ah, kommt. Ja, ey, das war aber echt vertrau dumm. Ja, war dumm, aber vertrau mir, ich krieg alles gerade. Sorry, er kommt aber. Ey, hört ihr mich? Ja, also wir haben den jetzt richtig dumm gelockt, so. Lorenzo hat gesagt, ich wurde hingerichtet, ich bin hingefallen und so, was weiß ich. Auf jeden Fall hat er jetzt, er kommt wohl jetzt, ne? Okay. Okay, dann sollen wir uns maskieren, Sonny? Ja, maskiert euch mal. Was geht denn hier vor? Was geht denn hier vor? Ja, guck einfach. Okay. Die eine Person maskiert da am Busch, macht das Sinn, weil da sieht er, wenn er reinfährt. Familie jetzt langsam, Papst. Nicht, dass er so einen über den macht, er guckt über Tor, weißt? Ja, Lorenzo hat auch gerade gesagt, nicht, dass er so übers Tor guckt. Ja, Takashi, mach du am besten noch so ein bisschen, genau, ein bisschen bedeckt, aber so sollte der nichts sehen, ne? Bin ich Takashi? Doch, Takashi ist am silbernen Wagen, den meine ich hier. Ich ah, ja. Im Gebüsch ist schon einer. Ach, das ist Thomas. Was geht? Lass dich mal drücken. Nee, Sonny. Ein Quasar, aber pst. Ey, Quasar, sorry. Wisst ihr denn, mit welchem Auto der kommt? Nee, leider nicht. Wenn er richtig fuchsig ist, sichert der sich auch ab. Sonny, wie ist das, wenn wir draußen einen hinstellen, der da ein bisschen inspiziert, weil jetzt stehen wir in der Variale. Sind nicht zwei Backups draußen? Thomas und ich stehen. Okay, dann check die Lage. Moment, Nico ruft gerade Lorenzo an, sagt irgendwas von verarschen. Verarschen? Ah, guck mal, er riecht den Braten, ne? Ich geh kurz auf Dauerfunk, ja? Ja. Lorenzo, sag ihm, er soll jetzt kommen. Ich komm, wer weiß irgendwie, dass ihr den irgendwas den anrichten wollt. Der meint, okay. Er ist hinten am Tor vorbeigefahren, er hat zwei von LCN gesehen, er wird auf keinen Fall kommen. Und hat dann aufgehört. Alles klar, dann holen wir ihn jetzt. Okay. Nochmal an, achso, Sonny, bist du auch im Dauerfunk? Ja. Okay. Keine Ahnung, wie er aber genau das wusste. Ehrlich, so hat Anrufe blockiert. Da braucht man ja auch kein schlechtes Gewissen zu haben, ne? Ja. Der hat ein richtig schlechtes Gewissen. Wir jagen den, wir holen ihn jetzt. Den ziehe ich an seinen Haaren raus jetzt. Mir scheißegal von wo, ne? Wir gehen jetzt in die Autos, ziehen ihn raus. Aber wie kann es bitte sein, dass er gekommen ist und wir keine Informationen haben, in welchem Auto er war? Vor etwa 10 Minuten oder so ist auf das Anwesen neben dir halt, also direkt neben dir ein Auto drauf gefahren, aber ich glaube nicht, dass der in einem Mini fährt. Nur so als Anmerkung, nehmt eure Masken aber vielleicht wieder ab, nicht, dass wir gleich LSPD verfolgen können. Masken ab. Er meinte wohl irgendwie, er wäre hinten ans Tor gefahren und hätte da jemanden gesehen, also. Ja, und jetzt? Jetzt hat er Anrufe blockiert, ich kann ihn nicht anrufen. Einfach mal zu Weinwood fahren, guck mal, ob er da ist. Zur Garage. Ich schreibe ihm mal eine SMS. Ich rufe aber erstmal Rossi an. Vielleicht wäre er das aber auch gerade in dem blauen A3, der uns entgegengekommen ist. Wenn er sowieso irgendwie bei Trianen abhängt, vielleicht fährt er mit einem Auto von denen. Wir haben FIB-Schaft da hinter uns. Parkt mal ordentlich. Buenas Aires, Rossi, hörst du mich? Hallo? Jetzt hörst du mich, Rossi? Ja, ich habe gerade Skurs Sonny Montana gesagt. Ah. Und 5 Sekunden später hast du angerufen. Yes. Echt jetzt? Ja, weil die Dings von 187 geredet haben. Ja, das war Telepathie. Ja. Du, Rossi, ich ruf dich erstmal an, um direkt Bescheid zu sagen, ne? Mhm. Nico Montana, den kennst du doch. Der stand gerade neben mir, deshalb habe ich das gesagt, ja. Ah. Ne? Der junge Mann hat ein schlechtes Gewissen anscheinend. Ich hab's nicht mitbekommen. Ich kam gerade vom PD und fahr zum Labor. Ich habe nur mitbekommen, er hat irgendwas gesagt mit 187. Ja. Ich habe ihn mal zu meinem Haus beordert. Und er hat sich da jetzt angeschlichen wie Paulchen Panther, weil er wohl Lunte gerochen hat, die berechtigt ist, sage ich dir direkt. Ja. Jetzt kann es auch gerne wissen. Der hat ein Familienmitglied um 250.000 Schwarzgeld bestohlen. Ja. Und das ist nicht so cool, ne, dass du da Bescheid weißt. Weil der will wohl schon wieder bei euch jetzt zu euch. Aber du, Rossi, das muss er begleichen oder was auch immer, ne? Sonny, du kannst meinen Namen nennen. Bob Ross, man kann. So oder so sollte man immer begleichen, das ist richtig, ja. Ja, ich bin auch enttäuscht von dir, ich verbann den von meiner Familie, ne? Mhm. Also der hat, Kurzfassung. Also der hat von jemandem sich Geld geliehen, oder wie? Genau, der wird aber lügen, er wird sagen, er war es nicht, aber er war es. Weil alles darauf zutrifft, er war es 100%. Mhm. Ja? Der hat 250.000 aus Bob Rossmann in seinem Haus und der ist von der La Cosa Nostra. Also oh, Bob kenne ich sehr, sehr gut, ja. Ja, kannst auch, der wird dir das bestätigen. Ja, weil Bob ist von meiner Verlobten, also die Ella, die Frau von Bob, ist die beste Freundin von meiner Verlobten, also bin ich eh sehr gut mit Bob. Ah, okay.
Ja, siehst du, ist doch schon mal perfekt. Und er ist sich sicher, dass er es war, oder wie? Das ist sicher. Der wird sich rausreden, der lügt. Aber wenn du willst, Bob kann ich anrufen, der sagt es dir zu 100% genau. Ich kann auch, wo seid ihr? Dann komme ich gleich mal kurz vorbei. Ja, okay, ich kann zu dir, auch wenn du willst. Ich bin am Labor. Achso. Das wird unpraktisch, ich komme eben mich hops nehmen. Na, warte, soll ich dann, ja, wir werden auch... Ich kann auch zu euch kommen, das ist angenehmer, denke ich mal, weil Nico steht gerade Winewood. Nicht, dass wir da irgendwie jetzt, ne, denkt, dass ich ein 30er ziehe oder so. Ah, okay. Die riechen schon wieder alles hier. Ja, dann komm zum Uniparkplatz, wenn du magst, wir warten dort, ne? Ja, ich bin in 5 Minuten da, ich muss eben hier ein Labor leer machen. Alles klar, Rossi. Bis gleich. Bis gleich. Warte, Detsch. Sonny, der fährt hier Winewood Garage mit dem Motorrad rum, ne, damit du Bescheid weißt. Ja, ich weiß, ich weiß es schon, er ist am Winewood. Er sagt, dann macht das viel Spaß, wenn um die Sache mit Bob geht, dann kann ich dir sagen, ich habe da nichts rausgenommen und wenn ihr das denkt, dann bitte. Jetzt lügt er nochmal dreckig, wie kann man so dreckig lügen? Aber dann, weißt du denn, komisch, das wer rasiert sich denn gerade? Komisch, dass er da direkt anbeißt. Ja, schreib doch einfach, er hat jetzt die Möglichkeit hier hinzukommen und das zu klären und wenn er nicht kommt, wissen wir ja Bescheid. Hab ich geschrieben. Ist ja komisch, weil er direkt weiß, dass es darum geht. Ja, wahrscheinlich, weil Bob der Einzige ist, der mit ihm heute gesprochen hat. Über das Thema war ich doch der Einzige, oder? Nein, über das Thema mit ihm gesprochen. Nein, generell. Erstmal schleicht er sich an wie Paulschen Panther. Das zeigt's doch schon wieder. Wieso schleicht man sich denn so an, wenn man... Er verstärkt es halt gerade, nur es wird gerade immer nur deutlicher, dass er es war. So. Absolut, Leute, ich vertraue da voll meinem Gefühl, es ist einfach Fuck. Okay, er hat geschrieben, ja, sag mir, wo ich komme. Oh, gut. Er weiß, er hat keine Chance. Schick mir den Standort. Ja, der wird kommen, aber wir warten noch kurz auf Rossi, ne? Boah, da habe ich schon wieder Schweißausbruch hier, wegen so einer Scheiße. Regt mich echt auf. Ich merk schon. Alles wird gut, Senior Monte. Machen Sie sich keine Sorgen. Ja, warum lügt man so und warum bestellt man Leute, Mann? Das ist doch das Ekligste, was es überhaupt gibt. Colombiano. Wollen wir das Ganze dann vielleicht doch umlegen an dein Haus wieder zurück? Also hier ich glaube nicht, dass Rossi jetzt hinkommt, ne? Rossi kommt. Nein, ich meine wegen dem ganzen Publikumsverkehr. Dann lass doch lieber zu deinem Haus, oder? Ja. Dann lass du Rossi Bescheid. Wollen wir noch kurz? Lass uns Rossi warten. Zusammen dahin dann. Ja, lass ihn. Rossi ist da. Er kommt sein, okay. McLaren. Da ist er, sehr gut. Wir kommen gleich. Ja, wir warten hier. Ja. Aris, warte du auch kurz bitte. Oh ja, scusi. Buonasera. Buonasera. Hallo? Ich nicht. Ja, jetzt. Ni hao. Ich hab mich schon gewundert, warum keine Antwort kam, aber ja. So, wie geht's? Joch. Ja. Soweit ganz gut. Ja. Den Umständen entsprechend. Welchen Umständen? Ja, den Umständen halt, ne? Bob, erklär's kurz Rossi nochmal, dass er genau Bescheid weiß. Ach, aber du hast mit Ella, ist alles gut bei dir, oder? Ja, klar, alles tipptopp, ja. Da ist gar nichts. Wollte schon sagen, weil du klangst ja so traurig, nicht? Nee, da ist alles tipptopp. Es geht um einen, um eine Person, ja. Die aktuell sehr viel Zeit bei euch, ja, Nico, hab ich schon gehört. Nico Montana, genau. Ja. Und zwar, ich habe vorhin Geld gewaschen. Ja. In meinem Haus. Ja. 250.000. Ja. Als ich jedoch einmal in meinen Waschkeller ging und schauen wollte, ob dieses Geld da unten noch drin liegt oder fertig gewaschen ist, hat die komplette Summe gefehlt. Plus das fertig gewaschene Gerät und es waren noch 70 Batterien drin. Ich lege immer genau so viel Batterien rein, wie ich auch zum Waschen brauche. Also für 250.000 brauche ich 90 Batterien. Es waren jedoch nur noch 70 Batterien drin.
das komplette Schwarzgeld hat gefehlt und halt die das Grüngeld, was ich daraus bekommen sollte, hat auch gefehlt. Ja. Ja. Ich habe mir von allen Personen, die von dem Haus den Schlüssel haben. Das ist er, ja. Weil er schlechtes Gewissen hat. Jetzt kam er von alleine, weil ich ihm gedroht habe, Rossi, ne? Ich habe geschrieben, ich drehe dich von deinem scheiß Motorrad. Nico ist da. Er soll sich verpissen, ne? Noch hat dich keiner gerufen. Mach jetzt dein scheiß Motorrad. Ja. Ist er denn mit dir verwandt? So klar, Digga, das ist mein scheiß Sohn, Rossi. Ja, ich dachte, ich hab's hart getroffen mit Moritz und Sekko. Nein, ich hab also die besten Söhne. Ich hab alle Personen angerufen, die Schlüssel von dem Haus haben. Davon waren insgesamt 3 Personen wach. Ja. Einmal Ian Lange, Darren Moore und hier Nico Montana. Mhm. Ian Lange und Darren Moore waren es nicht. Und der Herr Nico Montana war der Einzige, der wach war. Und der hat mir auch am Telefon gesagt, er hat sich kurze Zeit davor, also ein paar Minuten bevor ich mit ihm telefoniert habe, sich an meinem Haus umgezogen. Es gab schon mal einen Vorfall mit ihm. Ich habe da schon mal Geld unten im Keller gewaschen. Bin dann auch hinten an dem Grüngeld-Output gegangen, wollte das Grüngeld rausholen. Und in dem Moment war aber das ganze Geld auch dort raus. Und als ich dann unten im Keller richtig rumgeflucht habe, kam dann Nico Montana auf mich zugelaufen und hat mir mein Grüngeld zugesteckt und mir gesagt, das war nur Spaß. Wäre ich in dem Moment da unten wahrscheinlich nicht aufgetaucht und hätte nicht nach meinem Grüngeld geguckt, dann hätte Nico Montana wahrscheinlich auch das Geld damals genommen. Dein eigener Sohn, weiß ich jetzt nicht. Yeah. Also ich kenne Nico jetzt auch schon, ich hätte es ihm nicht zugetraut. Ich auch nicht, Rossi, ne? Kennst du bist sicher, Bob, dass kein anderer einen Schlüssel hat? Ich bin 100% sicher, ich habe alle Namen aufgeschrieben, komplett. Aha. Und das... Es waren nur 3 Personen wach. Er, Ian Lange und Dylan Moore. Und meine beiden Fratellos kenne ich... Ja. So unglaublich lange. Und das Ding ist, es passt halt. Das sind deine Leibgarde eigentlich, die uns da anguckt? Also, nee, wir waren eigentlich schon bereit, weil bevor ich dich angerufen habe, der hat sich ja angeschlichen bei mir im Haus, weil er ein schlechtes Gewissen hat. Und ist wieder weg und hat gefragt, ob wir ihn verarschen wollen. Da habe ich gesagt, okay, jetzt hole ich dich. Wenn du nicht kommst, hole ich dich. Dann war er Weinwood. Dann war er Weinwood, genau. Und gestern hat er noch zu mir gesagt, er weiß nicht, wo er hin will. Er weiß, er wird erstmal nirgendwo hingehen. Hat er mich auch wieder angelogen. Zurück. Ich habe gesagt, so, okay, ich verstehe nicht ganz warum, aber ist okay. Nur damit die Fahrzeuge nicht weg sind. Gut, aber wenn jetzt sowas noch kommt mit Klauen und das ist einfach zu eindeutig für mich, dann will ich ihn zur Rechenschaft ziehen und wissen, ob es wirklich so ist. Er wird es abstreiten, ob ich es ihm glaube, ist halt so eine Sache. Du kennst mich, Rossi, ne? Auf ich glaube aber auch gut herzlich. So ich weiß, ich bin oft gut, ich war zu gut zu ihm auch, das ist das Problem, ne? Ich war immer gut zu ihm. Aber da nutzt er mich auch aus. Es tut mir irgendwo weh, weißt? Ja, kann ich verstehen. Dann bin ich auch schon wieder wild, Rossi. Bist du schon wieder wild? Ja, ich habe auch Schweißausbruch. Aha. Das ist nicht gut, wenn du Schweißausbruch hast. Das ist ungesund. Ja, ich weiß. Das ist ungesund auch für dich. Ich weiß. Du weißt ja, wie es irgendwann kommt, dann der Herzinfarkt und. Das ist nicht gesund. Ich fühle mich hier echt wie so ein VIP hier, wenn sich alle aufstellen. Ja, ich weiß auch nicht, wieso die das machen. Alles gut. Miro, wir haben hier einen kleinen Dieb, der hat Bob bestohlen. Ich bin mir da sehr, sehr sicher, weißt du? Ja, der hat bei uns an der Winewood gechillt, deshalb hat Sonny mich angerufen und wir haben kurz gequatscht. Und ich wollte es ja auch wissen, ob denn gute Nico jetzt Bob beklaut hat. Ich dulde halt auch so keine Zinker in meiner Familie, deswegen. Wer hat denn. Nico Montana, der uns verlassen hat. Aus dubiosen Gründen. Ich hab gezockt. Bob, erklär's. 250.000 hat er aus meinem Haus geklaut. Ich hab mir alle Namen aufgeschrieben, die Schlüssel von dem Haus haben. Die wichtige Frage ist aber, kann es auch sein, dass das ein FAB-ler war? Ja, der Banknote lag noch drin. Ja, aber sorry. Manchmal gehen die auch einfach rein und klauen. Ja, aber ich habe keine Akte. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen angenehmen Abend. Ich hoffe, ich hatte es jetzt nicht bedrängt, das hat sich gerade nur überschnitten, ne? Also nicht, dass du denkst, die waren jetzt hier wegen dir oder so. Ich wollte mit dir auch alleine reden, ne? Nein, ich weiß, alles gut. Ich dachte, du bist ja. Dann einen schönen Abend noch, seid's hier. Arrivederci. Lass es euch gut gehen. Ich wünsche dir was, Rossi. Arrivederci. Ciao. Wir nehmen den jetzt mit, würde ich sagen, ne? Nee. Was sagst du? Ja, der im Motorrad, da steht der. Der hat schlechtes Gewissen. Du, das ist Nico. Ja, das ist er. Komm her. Wir haben ihn eben schon am Haus gehabt. Dann hat er sich angeschlichen, weißt? Ja. Und hat gesagt, ob wir ihn verarschen wollen. Ne? Er hat schon ein schlechtes Gewissen, kannst du sagen. Sonst würdest du dich nicht anschleichen und dann würdest du einfach kommen, ja? Dings. Wie sagt man? Hunde, die treffende Hunde bellen oder so. Du weißt, was ich meine, ne? Ne. Getroffene Hunde bellen. Bellende Hunde beißen nicht, sagt man eigentlich. Ja, ne? Aber du weißt, was ich meine. Getroffene Hunde bellen, wir wissen, was du meinst. Ne? Genau. Und dann? Ja, dann kassiert ihn an. Ja. Kürzt das Geld aus dem Haus. Ich muss aber gerne noch was machen, ja. Alles ich komme gleich direkt hinterher. Okay. Jo, komm mit. Steig in die Schwarzka rein. Welche? Da. Steig einfach da rein. Ja, mach ich.
Seht ihr da? Wo ist er denn? Auto ist er denn? Auto an der Hecke, das zweite von rechts. Ja, ihr könnt ihn herbringen und ihr könnt alle mit dazu. Also ihr könnt euch alle einbinden, wenn euch was einfällt. Ihr könnt ihn auch, ne? Wir machen das aber jetzt kurz. Ah, und guck bitte wegen, genau. Red, grazie. Vom Rasenmäher, ich höre ihn von hier. Ja. Ja, auch die Motoren ausgemacht beim Auto? Fahrerkarre? Ich glaube, da versuchen 187 da reinzukommen. Ist einer von Midnight. Marawunta. Ist gerade schlecht, ne? Ja, ich hab's gemerkt. Okay. Na, Marsch. Mich nach vorne, mach die Tür zu, ja? Ja, Katz. Wofür ist das ganze Theater? Weil ihr denkt, ich hab aus Bobs Haus Geld rausgenommen. Ja, wer war's denn sonst? Ja, ich war's nicht. Ich kann's dir sagen. Ich war eine Stunde vorher, hab ich Bob. Oh, Bob hat mich angerufen. Ich habe ihm gesagt, ich war eine Stunde vorher im Haus, ich habe mich umgezogen. Also er ruft mich an, er sagt, ja, da ist Geld rausgenommen worden. Ich habe ihm gesagt, ich habe zwar Schlüssel, so, aber ich habe da nichts rausgenommen. So, ich verstehe das Problem nicht. Warum muss man mir auch da noch so unfreundlich schreiben? Ich würde bei irgendwem lutschen oder so. Ich bin bei den Leuten. Ich kann dir vorlesen, was ich zu tun habe. Ja. Ja, und was hast du gestern zu mir gesagt? Gestern haben wir gar nicht geredet. Oder vorgestern, weil du dich nämlich nicht mehr erinnern kannst, weil du ins Koma bist, du Idiot. Und zwar, du hast zu mir gesagt, du wirst dich nirgendwo mehr vor, oder aktuell niemanden vorstellen. Du wirst aktuell erstmal gar nichts tun, du weißt nicht, was du tust. Und bist direkt einen Tag später an der scheiß Weinwut und hast mich schon angelogen. Und jetzt soll ich dir glauben, dass du das Geld nicht rausgenommen hast. Wen willst du hier denn verarschen? Warum ich an der Weinwut bin? Das sind Leute, die ich von früher kenne. Normal gehe ich dann dahin und unterhalte mich mit denen. Wo soll ich denn sonst hin? Ja. Ich war auch schon bei MG13. Ich habe mit Liam geredet. Hä? Ich verstehe das Problem nicht. Trotzdem hast du zu mir gesagt, du weißt erstmal nicht, was du machst. Nico. Ja, hä? Und selbst wenn? Ich bin da mit den Jungs. So, ich bin mit einem Anton Kaminski zum Beispiel, den ich seit anderthalb Jahren ungefähr kenne. Und mit dem unterhalte ich mich auch recht viel. Ich bin mit Kuba, mit dem ich mich am besten verstanden habe, der, als ich bei 187 war, hier hingekommen ist. So, ich verstehe okay, das Problem okay, nicht. Okay, kommen wir auf deine finanzielle Lage zurück. Wie warst du da? Da haben wir doch auch Informationen. Du hast Minus, du hast schlechtes Geld. Du bist nicht so flüssig, kann es sein? Also, ich habe meinen Bestand. Ich habe knapp 300.000 noch schwarz und ich habe knapp 150.000 bis 200.000 grün. Okay, wie war die Information nochmal mit dem, dass er etwas ziemlich auf Pump ist? Wer hat das vorhin gesagt? Das war ich. Er hat Bestand, in dem Bestand hat er auf Pump gekauft. Ja? Ja, hab ich auch. Und dann kauft man halt Geld auch mal 250.000 Schwarzgeld. Ne, auf gar keinen Fall. Hab ich nicht nötig, ich hab für mein Geld die ganze Zeit gearbeitet. Also du willst sagen, es waren zwei Flatelli dann? Ich hab anderthalb Burritos noch voll mit Kisten. Die kann ich auch noch verkaufen, wenn ich Lust hab. Du willst sagen, das waren dann zwei andere, die ganze Zeit nicht getan haben. Das willst du jetzt sagen. Was weiß ich, wie viele Schlüssel für das Haus haben? Er weiß ganz genau, wie viel er verteilt hat, und zwar nur zwei war, mit dir drei. Und du willst sagen, die anderen zwei waren das? Was weiß ich, wer das war? Ich war's nicht. Du warst ich hab es. Auch nicht. Und du lügst mich gerade richtig an. Darf ich dich mal in eine Situation du schämst Nico? Ja, erinnere mich. Du schämst dich Situation, nicht, du meinst die Situation, wo ich gesagt habe, dass das Geld rausgenommen habe aus Spaß und es dir dann gegeben habe, ne? Die Situation meinst du, ne? Wo wir mit einem anderen Verteiler noch drin waren, wo ich zu ihm gesagt habe, ey, ich nehme das Geld raus, damit ich Bob ein bisschen troll. Genau die Situation meinst du, ne? Hotel, was hast du denn gedacht? Da war Rico Hernandez, glaube ich, sogar dabei. Mit dem bin ich nämlich ins Haus gegangen, weil wir wollten nämlich gerade waschen. Und du bist dann reingekommen und hast gesagt, ja, ich bin gerade am Waschen. Mir ist das aufgefallen, ich habe das Geld rausgenommen. Dann habe ich auch Spaß zu dir gesagt, ey, guck mal, da ist das Geld nicht mehr drin, ne? Irgendwer hat das rausgenommen. So, und dann hast du gesagt, ja, ich flipp gleich aus. Und dann habe ich dir direkt das Geld gegeben, oder nicht? Ja, richtig. Ja, richtig, genau so war warum, das. Warum nimmt man das Geld raus? Und so, warum wusste ich nicht, dass Rico Hernandez davon auch was weiß? Rico Hernandez stand neben mir, wir wollten beide gleichzeitig waschen gehen. Also willst du sagen, die zwei anderen waren das? Ich weiß nicht, wer noch dafür Schlüssel hat, aber ich habe kein Geld zwei rausgenommen. Zwei Stück, die wach waren. Ja, wie gesagt, die aber die ganze Zeit nichts rausgenommen haben.
wie gesagt, ihr könnt denken, was ihr wollt. So, ich weiß eh, dass du dir so oder so deine eigene Meinung bildest dauerhaft. So, auch wenn ich dir jetzt irgendwas anderes sage, du wirst denken, ich habe das Geld rausgenommen. Ich kann dir sagen, ich habe es nicht rausgenommen. So, was du jetzt glaubst und was nicht, ist jetzt dein Problem. Ja, dann können das ja nur die. Ich habe kein Problem. Wenn, dann hast du eins. Und das Ding ist. Ja, mit mir hast du ja scheinbar gerade ein Problem. Ja, habe ich auch. Weil ich es nicht zulasse, dass Brüder beklaut werden. Und zwar wahre Brüder von meinem eigenen Scheißsohn, Alter. Wie viel Geld wird rausgenommen? 250.000 schwarz. Und hättest du kein schlechtes Gewissen, hättest du dich nicht wie Pouch und Panther hinter das Anwesen geschlichen. Und wärst wieder weg. Ich hab kein, nee, du kommst erst, nachdem ich drohe, dass ich dir das Leben zur Hölle mache, hä? Nee, nee, warte, erst dann kommst du. Soll ich dir sagen, warum ich hinter das Anwesen gefahren bin? Hast du Angst vor deinem eigenen Vater? Nee, nee, ja. Ich hab Angst. Weißt du, warum ich nicht hergefahren bin direkt? Warum? Soll ich dir sagen, warum ich direkt reingefahren bin? Warum? Weil ich wusste, dass hier irgendwas im Schilde führt. Weil ich wusste, dass du irgendwas von mir möchtest. Also hast du Angst vor mir. Also traust du mir selbst auch nicht oder deiner den Leuten hier, ne? Hast du ich trau meinen Leuten. Nein, nein, soll ich dir sagen, warum ich da hinter das Anwesen gefahren bin? Du rufst mich an, ey, komm mal zum Anwesen wegen neuen Schlüsselsystem. Dann habe ich dich gefragt, was für ein Schlüsselsystem. Und du sagst direkt, ja, warte, ich ruf dich zurück. Keine Minute später ruft mich Lorenzo an und sagt zu mir, ey, komm mal zum Anwesen, Paps liegt hier. Normal gehe ich dann hinter das Anwesen und schau jetzt mal, was abgeht. Und dann stehen da oben zwei Leute drauf. Und was soll ich dann denken? Dass das Gespräch gut ausgeht? Das stimmt. Das war auf jeden Fall nicht schlau von Lorenzo. Das ist korrekt. Trotzdem, wer kein schlechtes Gewissen hat, der hat auch nichts zu verbergen. Ich habe kein schlechtes Gewissen. Ich will nur einfach dafür. Ich will einfach nur sicher gehen, was hier abgeht. So, und wenn da oben schon zwei Leute stehen, die gucken die ganze Zeit in den Garten, so, was soll ich mir denn denken? Ja, das Gespräch geht hier gut aus, ich komme hier lebend raus oder was? Naja, ich bin ja immer noch dein Vater und man kann ja immer noch Sachen klären, oder nicht? Ja, richtig. Ja, dann brauchen wir noch nicht abhauen. Ja, und ich weiß nicht. Wenn ich dir schon sagen muss, dass ich dich vom Motorrad runterdrehe und so ein Scheiß, dann tut's mir auch schon leid, ne? Dass du erst dann kommst. Also, wie gesagt, du sagst, es waren zwei Fratelli und du warst es nicht, ja? Es können nur die zwei gewesen sein, die es die ganze Zeit nicht gemacht haben, ne? Die haben 250.000 rausgenommen. Und du warst es nicht, ja? Wie gesagt, denk, was du möchtest. Ich sag dir, ich habe das Geld nicht rausgenommen. So, du hättest auch direkt auf mich zukommen können und einfach sagen können, ey, Nico, das und das ist Sache, können wir drüber reden. Du gar kein mich. Problem. Ich weiß, ich kenne dich. Genau aus dem Grund bin ich auch hinter das Anwesen gefahren, um erst mal zu gucken, was überhaupt abgeht. Weil ich wusste, dass Bob mich eine Stunde vorher oder zwei angerufen hat, genau wegen so einer Aktion. Und ich weiß, dass du bei sowas nicht normal agierst. Ja. Nicht mit Worten. Ja, weil... So, und jetzt sag mir nicht, dass du vorher, wenn du genauso Anrufe bekommen hättest, nicht vorher geguckt hättest, was abgegangen wäre. Ich habe mich genau informiert. Bob hat es genau so gesagt, wie es war. Dann kann es nur der Heilige Geist gewesen sein. So, ich kann sagen, wie oft ich will, dass ich das nicht war. So, ich weiß, dass du deine Meinung hast. So, du hast auch mit Rossi geredet. Keine Ahnung, was ihr da geredet habt. So, wie gesagt, so, denk, wie du möchtest. Das, was mich stört, ist, dass du mich auch angelogen hast. Warum habe ich dich angelogen? Und da trifft einfach, da zähle ich eins und eins zusammen. Du hast gesagt, du gehst nirgendwo aktuell hin. Du weißt nicht, wo du hingehst. Du wusstest ganz genau, wo du hingehst, sonst wärst du nicht direkt Weinmut gegangen. Dann sag nicht, du weißt nicht, wo du hingehst. Pass auf, warte. Wenn du Kollegen hast, die du seit anderthalb Jahren kennst, die in deiner Gruppierung waren, ich habe nicht einmal mit Rossi geredet, als ich hier raus war. Ja, man tastet heute sich ja auch langsam voran. Ja? Man geht ja auch langsam hin. Man will sich das ist nicht Thema hier. Es geht hier um Bob sein Geld. Er wird sein Geld wahrscheinlich nicht bekommen, weil es der Heilige Geist gefressen hat oder zwei Fratelli von uns, was sehr unwahrscheinlich ist. Du warst es auch nicht. Dementsprechend... Es geht hier echt nicht ums Geld, es geht hier ums Vertrauen, ne? Ja, pass auf, genau darum geht's. Aber schau mal, mich juckt das Geld nicht, mich juckt dieses Geld nicht. Er kann's gerne haben, er kann gerne 250.000 aus meinem eigenen Bestand haben. Gar kein Problem, kann ich ihm gerne geben. Nee, bezahl mal lieber deine Schulden damit. Aus deinem eigenen Bestand? Ja, aus meinem eigenen Bestand. Nico, das ist... Wer ist denn da vorne? Entschuldigen Sie, Sie können derzeit leider nicht rein. Ich weiß nicht, ich kann dir da nicht mehr vertrauen. Ja, okay. Wie gesagt, dann vertrau mir nicht mehr. Das ist jetzt deine Sache. So, ich weiß, ich hätte genauso agiert in deinem, wenn ich du wäre. So, dann ist das Vertrauen halt weg. So, dann glaub mir nicht. Ja. Yeah. Aber daran kann ich jetzt leider auch nichts mehr ändern, dass du mir da nicht vertraust. Ja, deswegen beenden wir das hier. Ich verbanne dich aus meiner Familie. Ist ab heute auch nicht mehr mein Sohn. Glaubt ihr nicht? Bob kriegt gleich Geld von mir. Ich geb's gleich wieder. Zu unten. Dann werf ich's weg. Keine Ahnung, ist mir scheißegal. Bezahl damit mal lieber die Leute, wo du deinen Bestand gekauft hast. Die warten auch schon auf ihr Geld. So. Und
weißt, ich übergebe dich jetzt, ich zieh mich zurück. Das war's mit mir und dir. Arrivederci.